Stuttgart, der Kreativort. Viele denken direkt an die Staatsgalerie und das Ballett, aber in den 90er Jahren war Stuttgart die deutsche Mutterstadt des Hip-Hops. Und mit dem Hip-Hop kam die Graffiti-Szene. Was in der Gesellschaft oft als Graffiti dargestellt wird, ist aber einfach nur Gekritzel von kleinen Kids oder Jugendlichen. Nur weil es aus der Sprühdose kommt, hat es aber noch nicht gleich etwas mit Graffiti zu tun. Ein Graffiti bedeutet nicht nur kurz Sprühdose auspacken und drauf los. Vielmehr braucht man einen Plan im Kopf, es ist nun mal Kunst. Es ist sehr modern, würde ich sagen. Es ist gerade sehr im Kommen, würde ich auch sagen, was die Städte angeht. Die Städte etwas schöner zu gestalten und mit einem gewissen Etwas. Stuttgart bietet mehr als so manche andere Städte. Also man kann seine Gefühle in den Graffitis austoben lassen. Also man kann einfach alles machen, sozusagen. Und mir hat die Kunst gefallen, weil ich es recht schön fand. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich nicht selber auch sowas machen könnte. Es ist einfach eine Kunst, aus Wänden was Bunteres zu machen. Weil graue Wände sind irgendwie voll langweilig. Diese Art der Kreativität möchte auch Patrick fördern und bietet deshalb im Jugendhaus West einen Graffiti-Workshop an. Wo kommt das Licht her? In dem Fall bei mir rechts vom Balken, oben vom Balken. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Stadt Subkulturen mehr fördern würde und da einfach auch erkennt, dass wenn das vielleicht Graffiti ist und vielleicht für jedermann erstmal jetzt nicht verständlich ist, was machen die Kids jetzt da eigentlich, es ist trotzdem halt kreativ und es ist sozial. So soll Graffiti als Kunstform sichtbar und aus der Illegalität geholt werden. Beginnend bei der Graffiti-Geschichte geht es über zu den ersten Skizzenübungen. Große Aufmerksamkeit wird in vielen Stilmöglichkeiten gewidmet und dabei auch Unterschiede zu den Schmierereien aufgezeigt. Wollt ihr das abfotografieren? Ja. Denn Beispiele für schlechte Schmierereien gibt es in Stuttgart zur Genüge. Die Gründe dafür sehen Leute aus der Graffiti-Szene in der geringen Anzahl an legalen Wänden. Denn in Stuttgart gibt es insgesamt nur 11 Gebäude, an denen Sprayer ihre Leidenschaft ausleben dürfen. Dass das nicht ausreicht, denkt auch der Mitarbeiter aus dem Blue Tomato Laden. Bei ihm können sich die Workshop-Teilnehmer mit Dosen für den nächsten Tag eindecken. Es gibt schon viel zu wenig Freiflächen, die frei zugänglich sind immer, weil es einfach viel zu viele Leute gibt, die malen. Und es ist einfach für einen selber auch immer nicht so geil, wenn man dann irgendwie 4, 5, 6 Stunden an einer legalen Wand steht in Cannstatt, ein Bild malt, da irgendwie 40 Euro oder 50 Euro an die Wand klatscht und dann schafft man es nicht mal ein Tageslichtfoto davon zu machen, weil schon wieder die nächsten drüber gemalt haben. Das ist schon eher frustrierend. Wie wichtig das Thema für die Stuttgarter Szene ist, sieht man daran, dass es mit Florian Schupp einen Graffiti-Beauftragten gibt, der zwischen Stadt und Künstler vermittelt und verzweifelt Flächen sucht, die den Kriterien der Stadt entsprechen. Also Stuttgart ist durchaus eine Stadt, wo ich mich kreativ austoben kann und wo ich mich auch kreativ entwickeln kann. Ich würde mir mehr Förderung und Duldung von auch junger Kunst und Kultur wünschen. Wir haben Flächen, wo uns zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, in Stuttgart könnte es mehr sein. Bleibt abzuwarten, wie sich die Graffiti-Szene in Stuttgart entwickeln wird. Eine eiserne Regel sollte aber nie vergessen werden. Crosse niemals ein Bild, das besser ist als dein eigenes.